Seit fast 3000 Jahren hat niemand mehr die Traumtiefen betreten. Doch wir wissen nicht, welche Kreaturen sich hier eingenistet haben könnten, nachdem wir die Tunnel versiegelten. Es gibt hier nichts zu fürchten. Der einzige Gegner, der mir je gefährlich wurde, überzieht das Land über uns mit Verderbnis. Bringen wir es hinter uns und kehren zur Oberfläche zurück. Nun gut, seid nur vorsichtig. Nach der langen Zeit können wir nicht wissen, wie die Klauendroiden auf uns reagieren werden. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Wirbelsturm, verbergen, alles klar. Müssen wir leben. Wir können mit der Tyrande jetzt nichts erforschen. Na gut. Ein paar Kobolde. Forschen wir jetzt halt mal Stück für Stück. Vielleicht finden wir gleich die Klauendroiden, wo wir hin müssen. Diese Höhlenspinnen sind riesig. Ich spüre eine seltsame Dunkelheit, die sie befleckt. Etwas unermesslich Böses hat sie verwandelt. Noch mehr Spinnen. Baut die Put wieder um. Erstmal den Magier hier wegballern. Schild. Okay. Und komm mal am Spinnen. Ja, ich glaube, wir müssen gleich hier mal eine Pause einlegen. Die Jägerin ist relativ low von der HP. Dämonengalle. Damit müssen die Spinnen verflucht worden sein. Wenn die Verderbnis solche Auswirkungen auf diese einfachen Geschöpfe hat, mag ich mir nicht ausmalen, was sie den Tieren an der Oberfläche antun könnte. Wir müssen dieser Verderbnis ein Ende setzen. Koste es, was es wolle. Bisschen zurück, zurück. Da, Brotmutter weg. Jetzt auf der. Ich müsste eigentlich wirklich stehen bleiben. Ich will eigentlich weiter, aber ich müsste rein in der Theorie stehen bleiben.
Gut, machen wir es mal so. Die Jägerin bleibt mal hier. Und die Triade. Ja, sonst geht's von der Gesundheit. Die regenerieren ja auch alle paar Sekunden, ja. Gefühlt alle 2 Sekunden 1 HP. Die positiv gestimmt oder negativ? Haltet ein, Priesterin. Wir brauchen eure Hilfe. Unser Schamane wurde von einer seltsamen Spinne gebissen und ist todkrank. Unsere Stammesgefährten sind geflohen und haben uns unserem Schicksal überlassen. Wie können wir euch helfen? Das Wasser aus dem nahen Brunnen des Lebens kann ihn retten, aber wir können ihn in diesem Zustand nicht allein lassen. Wenn ihr diese Fiole mit dem Wasser füllen und uns bringen könntet, wäre unser Schamane gerettet. Wenn seine Weisheit verhindert, dass ihr zu verwilderten Bestien werdet wie eure Stammesgefährten, rette ich euren Schamanen mit Freuden. Vorne ist ein Brunnen. Okay. Scheiße. Jäger und die Triade lassen wir hier. Natürlich noch mehr Einheiten verlieren. Blitzechsen. Dann fokussen wir die hier bitte. Ne, die hier fokussen. Das muss der Brunnen des Lebens sein. Ich muss die Fiole nur in sein Wasser halten. Gut. Jetzt kann ich die auch hier mal ein bisschen hochhalten. Na, dann warten wir doch mal eben kurz, bis die voll geheilt sind. Gut, die Truppen sind wieder voll geheilt, dann bringen wir das auch mal zurück. Vielleicht helfen die ja uns. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Stimmt mal irgendwo hier oder hier unten. Oder vielleicht hier oben sogar sind diese anderen Ruinen, wo wir suchen müssen. Elun sei Dank, Priesterin.
Wir waren nicht sicher, ob ihr zurückkehren würdet. Jetzt hat unser Schamane eine Chance. Ich muss euch nochmals für eure Hilfe danken. Nehmt diesen Talisman. Wenn ihr unsere Unterstützung benötigt, wird er uns rufen, damit wir an eurer Seite kämpfen. Drei Minuten lang bleibt ein Fuhrbock bestehen, alles klar. Gut, dann stoßen wir mal hier weiter voraus. Der Weg führt nach Süden weiter, aber diese Tür sieht vielversprechend aus. Oh nein. Wie konnte ich das vergessen? Was liegt hinter dieser Tür, das dich so bekümmert, Liebster? Diese Tür führt zu Illidans Gefängnis, Tyrande. Wir sollten gehen. Sofort! Illidan? Es ist 10.000 Jahre her. Könnte er noch am Leben sein? Wir sollten ihn befreien, Malfurion. Er wäre der perfekte Verbündete gegen die Untoten und ihre Dämonenmeister. Nein, Tyrande. Diese Bestie darf niemals befreit werden. Aber er ist dein Bruder. Das mag sein, aber er ist viel zu gefährlich. Ich verbiete es. Nur die Göttin kann mir etwas verbieten. Ich werde Illidan befreien, ob es dir passt oder nicht. Meine Kräfte können die Tür nicht öffnen. Es bereitet mir Kummer, doch ich muss sie zurücklassen und weitergehen. Ach, da ist die Hande jetzt da, um Illidan zu befreien. Hat zwar die Hälfte der Truppen mitgenommen, geil. Da ist doch ein einer. Kann ich hier die Pilze verwandeln? Ah, geil. Ah, jetzt hat die Ola auch mein Talisman mitgenommen. Lasst mich passieren. Der Erzdruide der Mondlichtung fordert es. Seid nicht würdig, in die Gegenwart der Bärengötter zu treten. Bärengötter? Vielleicht hat das Wesen die schlafenden Klauendruiden gemeint. Aber warum nannte es sie Bärengötter, wo sie doch aussehen wie ich? Mann erfunden, das ist nie verkehrt. Na gut, dann tanken wir mal hier ein bisschen Mana.
Gut. Wie ich es mir gedacht habe, wahrscheinlich hier oben. Elende Brut von Todesschwinge. Ich hätte wissen müssen, dass ihr abscheulichen Bestien in den Flammen der Erde Zuflucht suchen würdet. Todesschwinge hier in Classic. Na gut, Todesschwinge gab es ja vorher schon, nur dass der Kataklysm rausgekommen ist. Oder zu Kataklysm wütend geworden ist, sagen wir es mal so. Clown-Druiden sind bereits erwacht. Kommt, meine Brüder, es gibt viel zu tun. Was zum... Sie haben sich ganz ihren tierischen Instinkten ergeben. Sie sind geistlos und bestialisch. Im Namen des Raben. Der Ruf des Horns könnte Wirkung zeigen, aber in diesem Teil der Höhle würde er nur einige wenige erreichen. Okay, so was habe ich jetzt falsch gemacht? Überspringen wir das mal kurz. Spiel laden. Ja, hier der Punkt. Aber was ist die Quest überhaupt? Zum Kreis der Höhlen. Achso, wir sollen sie einfach nur betäuben und weiterlaufen, keinen töten. Alles klar. Sollten wir doch hinkriegen.
Naja, hier will ich nicht stehen. Muss ich doch hier außen lang. Unsere Krieger greifen den Feind an. Okay, versuchen wir es mal nochmal weiterzukommen. Nein, Sitzbärchen. Der sitzt auch. Muss ich hier durch? Könnte sein, ja. Sitz. War es doch so einfach und ich habe mich so dumm angestellt. Shando Sturmgrim, ich weiß nicht, was über uns gekommen ist. Wir wissen schon so lange nicht mehr, wer wir waren. Seid unbesorgt, Teroshan. Ich brauche euch und eure mächtigen Brüder einmal mehr. Nach vielen Äonen ist die brennende Legion zurückgekehrt. Und nur mit vereinten Kräften können wir sie zurückschlagen. Dann stehen wir klauen Druiden euch zur Verfügung, Shando Sturmgrim. Es gibt kein Zurück mehr. Gebe die Göttin, dass Malfurion sich geirrt hat. Euer Vorhaben ist töricht. Selbst eure Göttin hat den verflucht, den ihr befreien wollt. Thank you.
Habe ich es jetzt richtig gemacht, dass die Tür hier aufgeht? Ah, da sind zwei Türen, okay. Gut. Die Rande, da gehen wir das Ding da oben auch aktivieren. Oh komm, geh da mal weg. Das Tor wurde geöffnet. Die Frage, wie geht's nicht weiter, müssen wir hier lang. Tod den Eindringlingen. Die Treants versuchen mir den Weg zu versperren. Nur ein mächtiger Druide kann solche Geschöpfe zähmen. Oh, mal gucken. Oh, das ist ein schöner Brunnen, dann können wir uns ja wieder heilen. Müsste schon reichen. Mal, wenn hier Käfige sind, da sind auch da Gefangene drin, oder? Oder war das Eis? Ne, war eiskalt die Falle. Ja, jetzt könnte ich rein theoretisch schon wieder zurückgehen und mein Leben regen. Eine Jägerin ist schon wieder Half-Life.
hier unten irgendwo ein Vorburg jetzt beschwert, oder? Ja, hier. Zurück mit dir. Geschafft? Alt, Priesterin. Dieser Ort ist verboten, selbst für euresgleichen. Hier ist etwas unvorstellbar Böses gefangen, das unter der Erde angekettet bleiben muss. Illidan wurde einst als großer Held betrachtet. Ich glaube, er kann wieder einer werden. Wahnsinn! Ihr unterschreibt unser aller Todesurteil, wenn ihr den Verräter befreit. Ja, komm. Gehen wir da durch. Scheiße. Na gut, dann müssen wir doch die Goblinanten ihn holen. Haben wir es verkackt. Aber Priesterin, geh mal kurz hier zu dem Mana-Brunnen. Diese Sprengkörper scheinen von Goblins gefertigt zu sein. Die listigen Geschöpfe müssen sie vor langer Zeit hier versteckt haben. Wie dem auch sei, ich werde sie zu gebrauchen wissen. Noch nicht, okay. Die machen. Mal gucken, ob ich sie wieder rauslocken kann. Hat doch geklappt. Illidan, bist du das? Tyrande, es ist deine Stimme. Nach den Äonen in der Dunkelheit ist deine Stimme wie ein helles Licht, das auf mein Denken fällt. Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Dein Volk braucht dich wieder. Weil ich dich einst liebte, Tyrande, werde ich die Dämonen jagen. Aber unserem Volk schulde ich gar nichts. Dann lass uns rasch an die Oberfläche zurückkehren. Die Verderbnis der Dämonen breitet sich mit jeder vergeudeten Sekunde weiter aus. Es ist eine Ewigkeit her, seit wir uns gesehen haben, Bruder. Eine Ewigkeit in der Finsternis. Illidan,
Du musstest die Strafe für deine Sünden verbüßen, mehr nicht. Und wer warst du, mich zu richten? Sicher erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite gegen die Dämonen gekämpft haben. Schluss jetzt, alle beide. Was geschehen ist, ist geschehen. Liebster, mit Illidans Hilfe werden wir die Dämonen wieder zurückschlagen und retten, was von unserem geliebten Land übrig ist. Hast du auch nur einen Gedanken an den Preis verschwendet, Tyrande? Die Hilfe dieses Verräters könnte unser aller Untergang sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Gut, damit haben wir die heutige Folge auch geschafft. Die ist jetzt so lang wie die letzte. Aber war sehr spaßig. Bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.